Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Viertelfinale im DFB-Pokal steht an. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Es können eben nur 4 von diesen 8 Mannschaften weiterkommen. Rot-Weiß Essen habe ich erstellt. Es ist nicht wirklich Rot-Weiß Essen, aber die Spieler sind da. Also passt schon irgendwie. Ansonsten danke fürs Reinschalten. Viel Spaß beim ersten Spiel Regensburg gegen Werder. Viertelfinalspiel Nummer 1. Der SSV Jahn Regensburg aus der zweiten Bundesliga gegen den SV Werder Bremen aus der ersten Liga. Beide Mannschaften am Freitag schon gespielt, beide Mannschaften am Freitag gewonnen. Regensburg mit 1:0 daheim und Bremen ebenfalls daheim 2:1 gegen Frankfurt. Ein richtiges Ausrufezeichen, aber auch das setzte hier der Gastgeber, der SSV Jahn. Sie schlugen den SC Paderborn, ja zuletzt auch noch erste Bundesliga gespielt. Das größte Highlight in dieser Halbzeit gehörte Regensburg. Viel war ansonsten nicht zu sehen, Bremen aber startete ja auch so richtig durch gegen Frankfurt erst im zweiten Abschnitt. Und so auch hier, Rashica mit dem Ball auf die linke Seite, da hat Felix Agu ziemlich viel Platz. Felix Agu mit dem 1:0. 53. Spielminute, der Gast geht in Führung, Regensburg setzte sich ja in den vorherigen Runden im Elfmeterschießen jeweils durch. Heute wollten sie wieder in diese Richtung gehen und gegen den ersten FC Köln lagen sie ja auch zurück. Also es ist hier noch kein Rückschlag. Trotzdem machte Bremen das besser und Regensburg machte es schlecht. Meier, eigentlich ein richtig guter Keeper, hier mit einem Aussetzer, wird unter Druck gesetzt, setzt dann den Pass direkt vor die Füße von Sargent und Josh Sargent, der junge Spund, der hat ja mittlerweile auch das Toreschießen wieder dabei. Regensburg aber gab sich nicht auf. Sie wussten eben, 2 Tore sind schwer, aber nicht unmöglich aufzuholen. Otto mit einer wunderbaren Drehung. Aber Pavlenka hatte mal wieder was dagegen. Der erwischte auch einen ganz guten Tag, machte hier keine Fehler und fischte den Ball raus. Schlussphase. Die Zeit wurde einfach zu knapp für Regensburg, als dass sie hier nochmal zurückschlagen konnten. Kevin Möwald lange Zeit am Ball. Felix Agu noch einmal, diesmal in der vorbereitenden Rolle für Milot Rashica. 0:3 in der 90. Minute. Am Ende ein Tor zu hoch, dieser Erfolg des SV Werder Bremen. Aber ohne Frage sind sie vollkommen verdient im Halbfinale des DFB-Pokals und winkt da tatsächlich mal wieder ein Titel für Werder Bremen. Aktuell nicht undenkbar. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ein Spiel mit Vorgeschichte und im DFB-Pokal auf jeden Fall auch ein fantastisches Duell. Allerdings heißt es auch, eine dieser beiden Mannschaften muss aufs Halbfinale verzichten. Wer wird das sein? Wir schauen rein. Borussia Mönchengladbach startet gut. Toller Pass von Stindl auf Markus Thüram. Der kommt auch an den Ball, schließt dann aber aus etwas zu spitzem Winkel an. Ab. Danach die Szene. Dann geklärt. Ausgeglichenes Spiel war so auch zu erwarten. Borussia Dortmund aktuell ja in einer kleinen Hochphase. Thomas Delaney zu Marco Reus. Der hat im Strafraum die Möglichkeit, nochmal zurückzulegen. Da ist wieder Thomas Delaney, tritt hier als Torschussversuch auf und das war nicht so schlecht. Trifft nur das Außennetz. Borussia Dortmund näherte sich an. Dann aber auch wieder die Fohlen. Stindl verliert ja aber den Ball. Dahoud zu Reus. Es geht schnell über Reiner und Erling Haaland. Viel Platz für Marco Reus. Der hat nochmal das Auge für Jadon Sancho. Super Parade von Jan Sommer. Der hält hier mit einer Glanztat das 0:0 fest. Nach 45 Minuten dann noch kein Tor in einer aber auf jeden Fall unterhaltsamen Partie zweier spielstarker Mannschaften. Springen wir in den zweiten Durchgang. Nun wieder Borussia Mönchengladbach am Zug mit Patrick Herrmann und Lars Stindl. Super Pass zu Neuhaus. Der überwindet dann auch Roman Bürki, aber wir sehen es oben am Bildschirmrand. Die Fahne des Assistenten ging hoch, wurde natürlich vom Videoassistenten nochmal überprüft, aber er ist da mit dem Knie in der verbotenen Zone, deswegen vollkommen zu Recht zurückgepfiffen. Wir springen schon in die Schlussphase, lief so ein bisschen auf
Nachspielzeit und Verlängerung vor allem hinaus. Dann aber dieses Foul von Thomas Meunier, der Marcus Thuram daran hindert, aus dem Strafraum rauszulaufen. Das ist immer doppelt und dreifach bitter in einer Szene, die eigentlich nicht so gefährlich war. Es gab in der 87. Minute die Möglichkeit für Lars Stindl und der bringt auch seine Mannschaft in Führung. Das 1:0 ganz kurz vor dem Ende. Das Halbfinale für die Gladbacher zum Greifen nahe und Dortmund kurz davor auszuscheiden. Sie gaben sich aber noch nicht geschlagen. Wir springen in die 90. Minute. Haaland noch einmal mit der letzten Kraft. Delaney rüber zu Jadon Sancho. Der hat plötzlich viel Platz und Sancho macht es tatsächlich. Was für eine Schlussphase. 90. Minute, doch der Ausgleich und doch die Verlängerung. Extra Zeit für beide Mannschaften, die in diesen so anstrengenden Wochen doppelt nochmal obendrauf kommt. Man merkte den Kräfteverschleiß an, es passierte nicht mehr so viel, aber Borussia Dortmund, einen hatten sie mit Erling Haaland und Marco Reus. Haaland und Mo Dahoud, den kennt man hier bei Borussia Mönchengladbach nur allzu gut. Spielt sich in Dortmund aktuell in eine richtig gute Verfassung. Sommer aber mit der Parade und das war das größte Highlight der Verlängerung. Es ging also tatsächlich ins Elfmeterschießen. Wer würde hier die Nerven behalten? Wir schauen uns das Ganze an. Stindl für Gladbach mit dem ersten. Und Stindl, er scheitert. Bürki mit der Parade. Die Möglichkeit also für Dortmund in Führung zu gehen. Mit Marco Reus, der setzt den Ball aber an den Querbalken. Weiterhin 0:0. Nun Rami Benzebaini gegen Bürki. Er scheitert. Noch kein Elfmeter drin nach drei Versuchen. Macht es Erling Haaland besser. Er macht es besser. Sommer probiert in der Mitte zu bleiben. Kann ihn nicht halten. Jetzt wieder Thuram. Oh, den zieht er weit vorbei. Und somit hier eine ganz große Chance für Mats Hummels, das in eine Bahn zu lenken, in eine gewisse. Gladbach musste jetzt beide treffen. Dortmund musste beide verschießen, damit es erstmal in die Verlängerung des Elfmeterschießens geht. Und Ginter, er scheitert. Borussia Dortmund setzt sich im Elfmeterschießen durch, weil die Fohlenelf es nicht schafft, einen von vieren zu verwandeln. Bitter für Ginter, auch mit Dortmunder Vergangenheit, wird ihn aber hier relativ wenig tangieren. Zu platziert. Das Ende in diesem Duell. Dortmund setzt sich durch und hat die Chance auf den Titel. Rot-Weiß Essen hat es schon mit einigen Mannschaften aus den oberen Spielklassen aufgenommen. Zuletzt musste Bayer 04 Leverkusen dran glauben. Nun zu Gast Holstein Kiel. Die Störche wissen aber ganz genau, was ihnen hier bevorsteht. Das ist aber Kirkeschkov, der es erstmal gut macht für die Favoriten. 7. Spielminute, der linke Verteidiger schlägt zu. Rot-Weiß Essen in der Defensive nicht so gut sortiert, wie man das eigentlich gewohnt war. Gegen Leverkusen hatten sie ja auch vor allem einen überragenden Davari und eine schlechte Offensive der Leverkusener, die die Großchancen nicht verwandelten. Bei Kiel war der erste Schuss jetzt eben im Tor. Rot-Weiß Essen wehrte sich, doch man merkte auch, dass Holstein Kiel eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga ist, bei denen es spielerisch auch momentan richtig viel zu holen gibt. So dass Rot-Weiß Essen hier wirklich sehr viel zu tun bekam. Heber verliert aber den Ball an Bartels. Jason Lee hat das Auge für Joshua Mees und der macht das 2:0 in der 45. Minute zur Unzeit. Dieser Treffer Nachspielzeit der ersten Halbzeit eigentlich abgelaufen. Diese Offensivszene wurde noch gegeben und so steht es nach 45 Minuten 0:2. Und das ist jetzt für Rot-Weiß Essen eine ziemlich harte Aufgabe hier im Stadion an der Hafenstraße. Kiel war auch nicht danach irgendwie hier weniger zu machen, sondern weiterhin die Intensität hochzuhalten mit Hauptmann, der aber an Heber scheitert, der sich hier in den Schuss schmeißt. Also den Einsatz und den Willen konnte man Essen
nicht absprechen, aber bei denen fehlt es auch so ein bisschen aktuell tatsächlich an der Spielpraxis. Viele Mannschaften, viele Duelle in der Regionalliga West, die abgesagt wurden. So viel konnten sie also nicht spielen. Trotzdem war eigentlich vieles da von dem, was man brauchte, aber die Offensivaktion, sie ließen zu wünschen übrig. Jetzt wieder Holstein Kiel, Joshua Mees mit dem Kopfball, der aber zu hoch angesetzt ist. Die Zeit wurde knapper für Rot-Weiß Essen. Auch das letzte Duell, das sie spielten in der Liga. Sie verloren ja mit 3 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Und so richtig konnten sie sich davon nicht erholen. Das war heute natürlich ein ganz anderer Auftritt auf anderem Niveau, aber sie schafften es einfach nicht, nach vorne durchzudringen. Und so endet dieses Spiel mit 0 zu 2. Und so endet der Traumlauf von Rot-Weiß Essen und der Traum vom Halbfinale. Kiel ist damit in der Runde der letzten vier. Eine Mannschaft wollte noch ins Halbfinale einziehen. Leipzig oder Wolfsburg, das zweite Duell Bundesliga gegen Bundesliga. Leipzig in den weißen Trikots hatte hier auf jeden Fall zu Beginn das Sagen. Paulsen mit dem Ball zu Dani Olmo und Kun Kastels, der hier ganz früh eingreifen muss. Das hätte schon die Führung sein können, sein müssen. Aber Kastels, der gar nicht mehr weiß, was ein Gegentor ist, fast zumindest, kann hier wieder gut eingreifen. RB Leipzig war aber irgendwie konzentrierter und besser. Sabitzer, Paulsen, wieder Sabitzer und wieder Paulsen. 9. Minute, das 1:0 für Leipzig. Was für eine Anfangsphase und vollkommen verdient auch diese Führung. Die Wölfe, sie hatten so ihre Probleme. Und die nächste dicke Chance. Dani Olmo hier mit dem Freistoß über die Mauer. Der segelt dann aber an den Querbalken. Hätte in der ersten Halbzeit schon das 2:0 sein können. Von Wolfsburg kam in den ersten 45 Minuten nichts. Wir springen in den zweiten Durchgang und da auch wieder RB Leipzig erstmal besser. Und zwar deutlich. Paulsen mit der nächsten Chance. Da konnte man sich als Julian Nagelsmann wirklich ärgern, was diese Chancenverwertung anging. Da wäre schon deutlich mehr drin gewesen. Somit der VfL Wolfsburg komplett im Spiel und jetzt wagten sie sich nach vorne. Sie mussten jetzt auch auf alle Fälle etwas tun. Sang- und klanglos 1:0 ausscheiden. Das ist nicht der Anspruch. Und das ist der Anspruch. Wechors zu Xaver Schlager. 64. Spielminute, der 1:1 Ausgleichstreffer. Super von Wechors, der wieder mal vorlegt. Schlager lässt Gulaschi aus der Distanz keine Chance. Und Wolfsburg wollte jetzt mehr. Das Ganze sogar in der regulären Spielzeit noch bereinigen. Gerhard Arnold. Also diese Zentrale da um Gerhard Schlager und Arnold, das ist wirklich wahnsinnig. Gulaschi aber auch mit einer tollen Parade. Somit ging es in die Verlängerung. Nach 90 Minuten Leipzig immer noch die bessere Mannschaft, aber Wolfsburg wurde zuletzt eben doch deutlich stärker. Somit ging das 1:1 auch in Ordnung. Der VfL Wolfsburg in der Verlängerung erstmal defensiv wieder sehr stabil. Wir springen in den zweiten Durchgang der Verlängerung und dann plötzlich diese Situation für Yannick Gerhardt. In der 108. Minute macht er das 2:1 für den VfL Wolfsburg. Schlager mit diesem Lupfer hinter die Kette. Upamecano und Orban haben das Nachsehen. Gulaschi kommt raus, kann gegen Gerhardt nichts mehr anrichten. Und die Möglichkeit, jetzt ins Halbfinale einzuziehen, so groß wie lange nicht mehr für den VfL. Und da kamen sie mit Schlager nochmal. Und wieder so ein Pass. Wieder zu Gerhardt. Wieder Upamecano hinterherlaufen. Und wieder hat da Leipzig das Nachsehen. 116. Spielminute, das 3:1. Die Entscheidung in diesem Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg. Nach ganz schwierigem Beginn, fast eine sehr schwierige erste Stunde für Wolfsburg, kämpfen sie sich hier rein. Die zweite Hälfte der 60 Minuten, wenn wir es mal so rechnen, geht an Wolfsburg und somit auch nicht unverdient das 3:1 für die Wölfe hier in Leipzig. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und adios.